Wolfgang Borchert war am 20. Mai im Jahre 1921 in Hamburg geboren. War ein wichtiger Schriftsteller und Autor in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Borcherts Vater heißt Fritz Borchert. Hat für einen Dada-Zeitschrift geschrieben. Seine Mutter heißt Hertha Borchert. Sie hat für einen Radio in Hamburg gearbeitet. Sie hat Mundart-Diktung auch gemacht. Borcherts Eltern haben viel geschrieben. Natürlich hat Borchert auch viel geschrieben. Borchert war in der Hitlerjugend, aber hat es gehasst. Dann wollte ein Schauspieler sein und hat für ein Theatergruppe gearbeitet. Im Jahre 1941 hat in Army eingezogen. An der Ostfront hat Borchert sein Finger verloren. Hat Selbstverstümmelung gemacht. Und dann ist in Gefängnis für 6 Wochen gegangen. Wann zurück zum Ostfront gegangen ist, Borchert ist krank von Hepatitis und Erfrierung. Dann, im Jahre 1945, ist Borchert nach Frankfurt gegangen, weil Leberdegeneration hat. Trümmer Literatur ist ein bekanntes deutsche Literaturepoche von danach des Zweiten Weltkrieg. Borcherts Werk ist am meisten Trümmer Literatur. Trümmer Literatur ist ein normalerweise deprimiert Werk. Soldaten kommen zurück nach Deutschland von dem Krieg. Normalerweise ist alles in ihrem Leben sehr stört. Die Vokabular ist sehr einfach für den Publikum. Es ist einfach, unkompliziert und klar. Trümmer Literatur hat im Jahre 1950 geendet. Trümmer Literatur ist uns wichtig, weil es ein großer Teil von deutscher Literatur ist. Draußen von der Tour ist Borcherts berühmtester Werk. Es war ein Theaterstück und es war im Herbst 1946 geschrieben. Die Geschichte ist über ein Soldat, das kommt zurück von dem Krieg. Hat keine Familie und kein Haus. Macht Selbstmord am Ende. Es ist ein sehr deprimiert und traurige Geschichte. Aber es ist ein gutes Beispiel von Trümmer Literatur. Hat an die 21. November im Jahre 1977 in ein echter Theater debütierte, aber das war ein Tag danach Borcherts Tod. Wolfgang Borchert ist am 20. November im Jahre 1947 in die Schweiz von Leberdegeneration gestorben. War nur 26 Jahre alt.